Hallihallo, willkommen zurück. Wir sind wieder bei Minecraft Sky Factory 3. Und ich würde mal sagen, das sieht doch hier alles ganz gut aus. Ja, gut. Ziemlich voll. Ja. Ich merke schon wieder, es ist zu lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ach, Laptus ist auch wieder dabei, seht ihr mal. So. Ah, doch, ich weiß noch. Ich bin ein Genie. Ich weiß noch, was mein Ziel war. Sehr gut. Okay, Genie kann ich mich trotzdem nicht nennen, aber ich bin nicht ganz so vergessen und verpeilt, wie ich gedacht habe. Oh, hier ist das Lock Chicken. Warte mal. Das Hühnchen müsste doch entsprechend besser sein. Was hat das denn? Vier, drei, drei. Da ist das aber besser, 3, 4, 4. Ich habe keinen Bock, Holz zu farmen, das ist der einzige Grund, warum ich hier über Hühnchen gehe. Ich glaube, es gibt tatsächlich. Gibt es einen Woodseed? Lass mich mal sehen. Ja, ich hab's hier auch schon offen, was ich will. Seed Reproducer. Add Mystical Agriculture. Ich bin wieder richtig gehypt. Ich spiele gerade offline. Also beziehungsweise ich spiele halt wieder in der Online-Welt mit Freunden zusammen. Wooden Seed, ja, gibt's tatsächlich. Egal. Machen wir das Hühnchen. Ihr kennt ja die Hühnchen noch nicht bei mir auf dem Kanal. Da spiele ich in einer Vanilla-Welt und ich merke, wie mir dieses Vanilla-Scheiß auf den Sack geht. Nein, es ist kein Scheiß, aber es ist so schön, wenn man alles automatisieren kann. Ja, Leptus. Leptus. So. Dann Seed Reproducer. Was brauchen wir dafür? Seed Reproducer. Reprocessor heißt das ja. 6 Eisen. Was ist denn in der kleinen Kiste hier drin? Futter. Also Essen. Gut, dann lass ich mal das Zeug hier beiseite legen. Was haben wir hier oben? Inferium Seed. Tier 2. Im Ernst? Na gut. Dann brauchen wir. Inferium? Ja. Ja, ich bin nicht ganz bescheuert. Wo zum Teufel? Hier. Das hier. Und was ist das andere Ding? Hier. Ah, nee, so was. Ah, das haben wir alles schon. Oh, perfekt. Oh. Oho, ich habe vorgesorgt. Ich habe letztes Mal ziemlich gut gearbeitet. Respekt, das hätte ich nicht gedacht von mir selber. Naja, gut, okay. Gut, dann legen wir das ja auch nochmal zurück. So. Nee, was fehlt denn dann noch? Ach ja. Ich würde mal sagen, ich kann anfangen zu farmen. Leute, ich habe gerade mal in die Kiste bei der Mobfarm geguckt. Nö, es ist nicht übertrieben oder so. Nö, nö. Da stelle ich mir eine ganz kurze Frage. Warum fallen mir die vielen Items aus? Aber nicht, dass ich fucking 52 Level habe. Warum geht diese Mobfarm so ab? Oh, what the fuck? Warum funktioniert das so gut? Obsidian Axt. Obsidian Hoe. Iron Chest Transporter. Ich nehme mal hier die ganzen einzelnen Sachen mit. Meine Inventar schon wieder voll. Alter, es ist übertrieben. Ich brauche ein automatisches Lagersystem. Ich habe eine Offline-Welt. Beziehungsweise, ich hatte mal mit einem Freund das Botpack angefangen. Mit, der auch mal eine Folge dabei war hier. Und es war so schön. Wir waren so weit. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt muss ich die ganze Scheiße vorne anfangen.
Ich will ein größeres Lagersystem. Ich will eine größere Insel. Na egal. Das weiß ich. Ja gut, bei der Anzahl von Monstern, die da ist, wundert mich gar nichts. Guck mal, alles rot. Das Ding ist auch nicht mal wirklich effizient, weil da. Das. Ah! Ich brauche keine effizientere Farm mehr. Okay. Ich gehe nochmal zurück an meine Arbeit. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Fragt mich sicherlich warum. Ah, ich habe eine Lösung gefunden. Das Problem ist, ich brauche Soul Sand, um das Ding zu bauen. Und ich wollte Soul Sand irgendwie herstellen. Durch einen Seed. Aber dafür brauche ich Soul Sand, um diesen Seed überhaupt zu craften. Wie ihr hier seht. Und davon nicht zu wenig. Und Soul Sand kann ich nicht machen. Allerdings könnte ich Witchwater eventuell machen. Mycelium. Mal sehen, ob das möglich ist. Wartet mal, das geht doch durch Ancient Spores. Es könnte sein, dass es doch geht. Ich guck mal. So Leute, ich habe noch einen anderen Weg gefunden. Der ist sogar wahrscheinlich ein bisschen billiger. Nämlich über einen Atomic Reconstructor. Der müsste jetzt sogar Strom kriegen. Entschuldigung, Alloy Furnace, du bist mal kurz zweitrangig. Redstone brauche ich. Ach, ich brauche noch einen Redstone dafür. Ich brauche doch noch einen. Ah, ich habe hier sogar noch einen Redstone. Oh, wie perfekt. Perfekt, weil den muss man entsprechend an- und ausmachen. Ansonsten könnte es blöd werden. Zack. Hat halt kaum Energie. Solarpanels Stufe 1. Wie sieht denn hier eigentlich die Energie aus? Naja, auch eher mangelhaft, oder? Gibt's was Besseres für Energie? Lass ihn mal kurz gucken, ob's. So, mir ist eingefallen, ich mache eigentlich mir unnötig viel Arbeit. Ich probiere schon viel zu schnell Late-Game-Sachen zu machen. Ich guck mal kurz, was mein Achievement-Book eigentlich als nächstes vorsieht. Craft and Power a Generator of some kind. Ja. Wäre vielleicht tatsächlich, also, ist die Frage. Coal Generator. Was wäre mal, das wäre tatsächlich eine Idee. Ich habe Black Quartz. Eisen schmilzt sowieso gerade noch nach. So, okay. Das ist eine Idee. Dann mache ich das jetzt. Hacke ich das so ein bisschen ab, weil ich habe das Gefühl, dann gehen auch die anderen Sachen schneller. Weil ich dann mehr automatisieren kann und so. Ich mühe mich hier gerade ab. Ist mir so aufgefallen. Ich bin viel zu ungeduldig. Ich probiere viel zu schnell große Sachen zu machen, anstatt mal mit den kleinen anzufangen. Wobei die automatische Mobfarm hier tatsächlich ein Meisterwerk ist. Also, nee, aber dies. Relativ gut tatsächlich. Ich bin sehr früh darüber, dass ich das Glück habe, die zu haben. Ich öffne mal gerade die beiden Lootbags hier. Aber ihr seht, die funktioniert wirklich hier am laufenden Band. Ja, mein Inventar ist auch zu voll. Das ist wirklich unglaublich, Alter. Lege ich das hier mal kurz zur Seite. Ja, ihr seht das hier lädt zu langsam. So, das hier, ja. Ich hoffe trotzdem, dass ich das fertig kriege noch, vielleicht heute. Dazu brauche ich Bruchstein. Ja, Bruchstein ist etwas, was ich wirklich in Massen habe. Mehr als genug. Eisen. Black Quartz und Sticks. Sticks weiß ich nicht mehr, ob ich habe, aber ich habe noch genügend Holz.
Zack, dann einmal ein Iron Casing. Müsste so sein. Genau. Ich brauche noch zwei Kohle. Ich nehme gerade mal den hier und zerschlag den. Also, sobald die Dinge mal laufen, sind die mehr als effizient. Ich habe jetzt hier mal zu Silikon gewechselt. Ja, und hier Kohle, also... Das ist mehr als genug. Aber ich habe das Gefühl, ich bin dafür eigentlich noch gar nicht weit genug, um das zu machen. Ordentlich. So. Wenn ich das jetzt mache, Coal Generator. Wobei das dafür natürlich mehr als genial ist gerade. So. Und jetzt zerschlage ich das hier alles. Und ein Stack wird hier reingelegt. Gut. Ich hoffe mal, das läuft. Sollte aber. Und die Solarpanel packen wir wieder hier über dem Alloy-Smelter. Der hat mir Stein in der Zwischenzeit gemacht. Darf jetzt wieder aufladen. Genau. So. Damit sind wir ebenfalls fertig. Warte, was ist das? Naja, braucht man nicht. Chisel. Damit hab ich wenig Ahnung von. Das hier rein. Ach, ich habe keine Lava mehr hier drin. Klasse. Gut, dass ich geguckt habe. Nehme mir hier nochmal den Cobblestone. Es muss auch unbedingt hier sortiert werden. Alles. Also ist hier ein Zustand, das ist nicht mehr haltbar. Ich mach mal alles voll. Ah, hier ist nichts mehr drin. Kein ganzer Eimer mehr. Aber die Draht ist dreimal so hoch, dadurch, dass ich Lava drunter gepackt habe. Das ist auf jeden Fall gut. Genau, hier. Automat turning cobblestone into gravel with a sack mill or auto hammer. Genau. Das geht auch mit der sack mill. Das wusste ich nicht. Weil das ist von Vorteil, dass sie das schreiben. Hier kriegen wir. Ja, die Chickens sind eigentlich aus meiner Sicht auch einfach zu OP. Einfach auch, wie schnell das geht. Das ist aus meiner Sicht zu viel. Deswegen werde ich die auch nicht benutzen, jetzt hauptsächlich, sondern nur für Holz oder sowas. Solche Sachen. Wir haben vorher mit denen gespielt, wir sind ziemlich schnell, ziemlich OP gewesen. Ich hätte eigentlich mal Bock, auch so ein Hardcore-Mod-Pack zu spielen. Aber erstmal spielen wir das jetzt zu Ende, natürlich. Zack, das hier rein. So, gut. Als nächstes. Genau, wollte ich gucken. Sackmill, wie viel kostet die? Nicht das billigste. Ich glaube, da sollte ein Auto-Hammerer... Der ist ja deutlich billiger. Wirklich deutlich. 6 haben wir schon mal, aber wir brauchen erstmal, okay. Wir brauchen 2 dieser Platten. Dann Diamanten allerdings sind eine Sache, die ich gerade nicht da habe. Hast du gerade einen der Sandblöcke geklaut? Du rückst ihn sofort wieder raus. Dankeschön. Hat er den Sandblock gedroppt? Ja. Oder den weggenommen? Ach, von hier. Ja, guck mal. Hey, guck mal, das ist deutlich effizienter. Ja. Okay. Ja, das ist deutlich besser. Die Solarpanels sind wahrscheinlich erst später stärker. Gut, dass ich mich nochmal an Herrn Buch orientiere. Jetzt muss ich noch mal gucken. Diamanten. Durch 7 Iron Stiff Mesh mit Gravel. Oh, das ist relativ einfach. Okay. Das ist keine große Sache. Hat man das Deck geschnappt. Verarbeitet. Ja, also, aber wenn ich das automatisiert habe, habe ich auch so viel Ressourcen. Schnell zur Hand, also
Deswegen, das ist eine wirklich gute Sache, wenn ich die Sachen, wenn ich das Hammern und so jetzt automatisiere. So. Ist einfach nur noch kompressen und dann durch das CPI. Okay. Dann mache ich das mal kurz und gucke mal, ob ich die das rauskriege. Ich brauche zwei Stück. So, ja, hier schon. Fackel. So, ich kann jetzt Soul Sand herstellen. Sollten aufpassen, nicht im Stahl zu stehen. Sehr schön. Jetzt habe ich drei Soul Sand. Kann ich auch jetzt relativ leicht machen. Danke dafür. Ich weiß jetzt, dass es gut funktioniert. Ich werde mir eine neue Insel machen müssen. Die werde ich auch gleich mal anfangen. Aber erstmal habe ich jetzt das Zeug zusammen für den Diamanthammer und da kann ich mir den Rest durchkaufen. Ich kraft es gerade durch, baue mir eine neue Insel und stelle dann die Maschinen schon mal anfänglich auf. Soweit ist der ist jetzt eigentlich soweit. Ah genau, No Mesh. Dann tue ich hier noch das Iron Mesh rein. Genau, wie ist es aufgebaut? Hier oben gibt es immer noch eine Kiste, in die Cobblestone reinkommt. Hier ist der Cobblestone Generator, der produziert genügend für alles. Der verstört auch bald den Hopper hier verstopfen. Der Hopper führt bis jetzt in einen Hammer, der direkt in ein Ziel führt, der hier in die Kiste führt. Da müsste also mit der Zeit sich einiges ansammeln. Das ist eine Automatisierung, die sich wahrscheinlich sehr lohnen wird. Ich werde mich die ganzen Scheiße nicht mehr selber machen müssen. Ich habe auch extra das Iron Stiffen Mesh reingemacht, das heißt, das Beste, was ich bis jetzt habe. Hier drüben ist der Redstone, ist der Atomic Reconstructor aufgebaut. Ich habe das Ganze mit Energy Conduits hier verbunden. Da wird später auch noch dazu kommen, dass ich Sand und das letzte auch noch automatisch entsprechend siebe. So, sehr schön. Das freut mich zu sehen, dass das so gut klappt. Genau, das hätten wir jetzt ebenfalls gemacht. Das müsste ja sogar ein Achievement im Achievement Book sein oder so. Hier kommt dann auch mal das Ding noch rein. Hier haben wir's. So, Automatic Turning Cobblestone into Gravel with a SAG Mill or Automat. Use Energy Conduit to power several machines at once. Habe ich ebenfalls gemacht dort. Automatic Loopback Creation, Opening and Compression. Ah. Das ist interessant. So, Leute, kommen wir zum Schluss. Auch wenn hier gerade das absolute Chaos herrscht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Lootbags geöffnet, um Papier zu kriegen, um Itemfilter zu machen, damit ich das hier automatisieren kann und nicht jeder Lootbag direkt geöffnet wird, sondern die erstmal recycelt werden. Das will ich machen bis zum Rare und erst dann sollen die hier entsprechend in den Lootbag Opener kommen und in die Kiste. Die Kisten stehen jetzt hier nur da, weil ich die Sachen noch, weil ich hier Lootbags geöffnet habe und da ganz, ganz viel Schrott rausgedroppt ist. Deswegen werde ich nächstes Mal ein Lagersystem bauen und unser Ziel, was wir uns gesetzt haben mit dem schönen Seed-Reprocessor, wird leider Gottes erstmal ein bisschen warten müssen. Erstmal hat das Lagersystem hat jetzt Vorrang, wir haben keinen Platz mehr. Auch die Kisten sind alle voll. Außer ich glaube die eine mit den Sachen, hier haben wir es doch. Die Kiste ist voll und dann werde ich eben ein riesen Lagersystem bauen. Und das Ding kommt dann danach dran. Ich habe ja jetzt schon angefangen, das Ganze zu automatisieren mit ja, ist hart mit einem automatischen Hammer. Das heißt, die meisten Erze kriegen wir oder einige Erze kriegen wir jetzt automatisch hergestellt und im Ofen geschmolzen und der hat sogar einen automatischen Abguss. Entsprechend hier unten den Hopper leitet. Das ist auch ziemlich praktisch. Und ja. So, dann mache ich noch schnell den Fahrstuhl fertig und mache hier die Whitelist sinnvoll aktiv, indem ich das hier reingebe.
dann die hier reingebe und die müssen dann automatisch geöffnet werden. Richtig. Genau. So. Mehr oder weniger schön. Ja, hier drüben, der Strom ist immer knapp. Jetzt sieht der Kohle aus. Haben wir noch ein bisschen was, werde ich aber nachlegen müssen für die nächste Folge. Hier habe ich noch irgendwo eine Wolle gehabt. Hier unten eine Schere. Bin ich hier schon dabei? Nee. Da habe ich aber hier hinten jedenfalls welche. Hier. Jo, also viel zu viel Zeug, aber ich sollte kleine Schritte gehen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe gemerkt, ich habe versucht viel zu viel schon von dem zu machen, was erst noch kommt. Und ich muss mich erstmal jetzt darauf konzentrieren, auf das, was ich im Moment sinnvoll machen kann. Und das ist eindeutig nicht, hier die Kloches sinnvoll und voll zu automatisieren oder die Seeds schon zu machen und alles. Das kommt später, das ist nicht jetzt an der Reihe. Das muss mir auch mal klar sein. So. Genau, jetzt habe ich hier nämlich einen Elevator. Dass ich jetzt hier hoch und runter kann. Relativ leicht auf die unterschiedlichen Ebenen. Ja. Ich habe jetzt den Ofen. Ich habe hier... ich glaube, Quadruple Compressed Cobblestone hatte ich bekommen. Nee, doch die höhere. Quintuple Compressed Cobblestone, davon hatte ich einiges bekommen, weiß ich gar nicht mehr wie viel. Und das weiterverarbeiten, daraus eben Sealed Bricks gemacht. Genau, wir haben das hier automatisiert. Ich hole mal gerade noch das Achievement Book. Wo habe ich das? Dann gucken wir mal da nochmal rein. Das müsste das hier sein, genau. Lootback Creation Opening and Compression. Ne, Creation haben wir ja an sich. Ja, wobei, das weiß ich nicht. Muss ich nochmal nächstes Mal gucken. Core Harvesting haben wir nicht gemacht. Process Sieve Materials to Ingots. Das machen wir ja. Ja. Naja, so weit sind wir auch noch auf keinen Fall. Okay, aber wir haben doch einiges geschafft durch die Automatisierung. Jetzt geht's ordentlich voran. Wir können ja mal gerade in die Kiste schauen. Ich hoffe, die ist auch nicht auch noch voll. Ja. 4 Dias. Schon mal 60 mehr Kohle. Die Kohle kann ich ja direkt schon mal wieder hier oben nachfüllen. So, genau. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Nächstes Mal, wie gesagt, Storage System, das ist dann die ne, wie heißen die denn? Ich glaube, die heißen Chest. Das ist Large Chests, sind das hier, Colossal Chest Wall mit einem entsprechenden Interface, damit wir darauf zugreifen können. Das ist nächstes Mal, das ist nicht das billigste, aber ich habe einen Huhn hier, ich werde die Produktion weiter vorantreiben müssen. Ja. Aber das machen wir nächstes Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin und ciao!